Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Schönen guten Abend, willkommen bei Fellner Live. Bei mir zu Gast ist jetzt der ARWAG-Geschäftsführer, einer der größten Bauträger der Stadt und auch des Landes, Thomas Trotzter. Grüß Gott. Guten Tag. Herr Trotzter, würde gleich beginnen ein bisschen mit einem Ausblick oder vielleicht auch einem Ist-Stand in der Immobilienbranche. Man hört da ja das Schlimmste, eine Schreckensmeldung, hat man das Gefühl, jagt die andere. Wie ist denn Ihr Eindruck? Ja, der Eindruck ist, dass natürlich dieses Problem von Signa und dieses Insolvenzverfahren, das da jetzt läuft, die ganze Branche letztlich auch zumindest stimmungsmäßig in Mitleidenschaft zieht. Wenn man versucht zu analysieren, was die Probleme sind, dann wird man natürlich sehr rasch zu dem Punkt kommen, dass man sagt, die Zinsanstiege durch die EZB, die in sehr kurzer Zeit sehr massiv waren, gepaart mit einem Anstieg der Baupreise, der in den letzten Jahren inflationsbedingt massiv war, führen dazu, dass sie immer weniger Menschen Eigentumswohnungen leisten können, wenn ich jetzt einmal nur beim Eigentumswohnungsmarkt war. Und der Markt, auf dem die Signa tätig war, ist der von Geschäfts- und Büroimmobilien, wo hohe Mieten die Grundvoraussetzung für die Ertragswerte sind, die man dann in Bilanzen reingeschrieben hat. Und das ist natürlich auch von Marktseite unter Druck gekommen, aber auch von Zinsseite unter Druck gekommen. Weil wenn Sie sich überlegen, wie sich der stationäre Handel in Relation zum Onlinehandel entwickelt hat, ist natürlich auch klar, dass die Sache mit den Geschäftsmieten in den Top-Lagen nach wie vor möglich ist, aber in schwierigeren Lagen natürlich die Preise nicht zu halten sind. Sie haben die Signa schon angesprochen. Welche Auswirkungen hat denn diese Insolvenz der Signa Cooper auf die gesamte Immobilienbranche in Österreich? Also ich glaube nicht nur in Österreich, sondern in Deutschland. In Deutschland betrifft es ja auch sehr stark den Handelsbereich und nimmt den Handelsbereich letztlich auch mit. Ich glaube, es wird darauf ankommen, wie diese Insolvenz abgewickelt wird. Wenn das eine Insolvenz unter Eigenverwaltung ist und bleibt und wenn es gelingt, da Finanziers und Investoren zu finden, die sich letztlich dann engagieren und man in einer geordneten Form das administrieren kann und in einer geordneten Form diese Sanierung vonstatten geht, dann sehe ich keine großen Auswirkungen. Wenn das allerdings in eine Pleite gehen sollte und in Notverkäufe, dann kann man davon ausgehen, dass dann, wenn die Premium-Immobilien günstiger werden, das auf die Mittelklasse-Immobilien auch Auswirkungen hat. Also dann ist eher zu erwarten, dass das Preisniveau insgesamt sinkt, was wieder für die Bilanzen anderer Branchenteilnehmer natürlich auch keine günstigen Auswirkungen hat. Und dazu kommt natürlich, dass eine ganze Branche wie die Bauwirtschaft letztlich am Umfang des Bauvolumens hängt. Also wenn man sagt, es gibt weniger Neubauten, bedeutet das natürlich auch eine geringere Auslastung der Bauwirtschaft. Und wenn man es konsequent weiterdenkt, die Ökonomen nennen das Multiplikatoreffekt, führt es natürlich auch dazu, dass der Möbelhandel in Schwierigkeiten kommt. Weil ehrlich gesagt, wenn es keine neuen Wohnungen gibt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man die gleiche Wohnung immer wieder neu möbliert, bei derartigen auch Einkommensstagnationen und letztlich bei einer hohen Inflation leider groß. Jetzt ist es so, Sie haben gerade angesprochen, auf der einen Seite sinken vielleicht die Preise für die großen Investoren, aber für den durchschnittlichen Wohnungsmieter oder Käufer sinken sie leider nicht, sondern steigen eher. Befürchten Sie, dass dieser Trend eher anhält und vielleicht zu weiteren steigenden Preisen führt oder ist da jetzt einmal irgendwann ein Sockel erreicht? Also ich glaube, es sind, wenn man mal versucht zu aktualisieren, was passiert ist, es sind die Grundstückspreise massiv gestiegen. Ich glaube, da gab es auch wirklich eine Überhitzung. Da beobachten wir jetzt schon, dass wir sozusagen eine Konsolidierung auf einem hohen Niveau auch haben. Die Frage ist halt, wie weit man sich das hohe Niveau leisten kann. Die Baukosten sind in den letzten Jahren massiv gestiegen. Wenn Sie sich überlegen, dass Sie
wenn Sie für ein Bewilligungsverfahren 10 Jahre brauchen und die Baukosten jedes Jahr um 10% steigen, dann haben Sie nach 10 Jahren deutlich mehr als das Doppelte zu finanzieren. Es liegt in der Natur der Sache, dass das letztlich auch dann auf die Mieten umgerechnet wird. Und dann kam natürlich noch dazu in den letzten 2-3 Jahren insbesondere die Entwicklung der Energiepreise, die ja vollkommen unberechenbar war und die auch Ausschläge nach oben gezeigt haben und sie jetzt auch auf einem deutlicheren Niveau als noch vor 2 Jahren stabilisieren. Und wenn ich jetzt über den Bausektor rede, dann muss man natürlich sagen, die entscheidenden Baumaterialien sind alle sehr stark energiepreisgetrieben. Wenn Sie Glas produzieren, ist das eine extrem energieintensive Branche. Wenn Sie Stahl produzieren, ist das ein extrem energieintensives Produkt. Zement besteht zu einem großen Teil aus Energie und aus CO2-Emissionen. Und Ziegel ist auch sehr stark energiepreisgetrieben. Darum glaube ich tatsächlich, dass natürlich das Nichtvorhandensein eines wirksamen Energiepreisdeckels oder einer wirksamen Inflationsbekämpfung, wie es beispielsweise in Spanien und in anderen Staaten gelungen ist, dass uns das noch sehr lange beschäftigen wird, im Übrigen nicht nur in meiner Branche, sondern in anderen Branchen auch. Jetzt hat ja, weil Sie das gerade ansprechen, die Bundesregierung ja so eine sogenannte Mietpreisbremse beschlossen. Sehen Sie da Auswirkungen dieser Mietpreisbremse? Bringt das überhaupt was in der jetzigen Form? Also ich glaube, in der jetzigen Form bringt sie wenig, weil sie natürlich in dem Bereich, in dem es ohnehin die geringeren Mieten gibt, die Preise bremst, in dem Bereich der freien Mietzinsvereinbarungen nicht. Und insofern muss ich sagen, das führt ja letztlich nur dazu, dass man dem Sektor, insbesondere der Genossenschaften, dann auch Kapital entzieht, das dort ja wieder für Sanierungen, für die Dekarbonisierung und auch für den Neubau gebraucht wird. Wenn Sie jetzt einfach nur anschauen, wie groß die Kosten sind, um aus Öl und Gas rauszukommen und umzusteigen in moderne Energiesysteme. Das ist ja für uns eine Selbstverständlichkeit, dass wenn wir neue Bauten hinstellen, dass wir dann Photovoltaik am Dach haben. Wir haben im Übrigen auch ein eigenes Tochterunternehmen gegründet, das irgendwie Strom zu günstigen und fairen Konditionen anbietet. Letztlich haben wir dann Wärmepumpen und wir haben Erdwärme oder Luftwärmepumpen, teilweise Wasserwärmepumpen. Also wir produzieren Energie zu den günstigsten Konditionen, zu denen man sie produzieren kann. Nur die entscheidende Frage ist, wenn Sie in eine große Wohnanlage eine Wärmepumpe einbauen, die mit Erdsonden und allem, was es technologisch derzeit gibt, rechnen, dann werden Sie in einer Dimension 700.000 bis 800.000 Euro Investitionskosten liegen. Wenn Sie dort eine Gasheizung einbauen, dann werden Sie bei 120.000 liegen. Und in einer Phase, wo rundherum alle Preise steigen, ist natürlich im Neubau schon schwierig, die Dekarbonisierung zu finanzieren. Wenn Sie aber eine Wohnanlage mit hunderten Wohnungen haben, wo in einzelnen Wohnungen teilweise Gasetagenheizungen verbaut sind, dann ist das eine Mammutaufgabe. Jetzt bietet ja die AWAG ein sogenanntes Mietkaufmodell an. Klingt interessant. Was ist denn das genau? Also die Idee ist recht einfach. Eingedenk dessen, dass die Lage am Eigentumsmarkt sehr schwierig ist und dass es vor allem für viele unserer Kaufinteressentinnen schwierig geworden ist, Kredite zu bekommen, haben wir uns gedacht, wir machen das so, dass wir eine Anzahlung verlangen, für einen Zeitraum von 3 bis 5 Jahren fixe Preise garantieren und die Miete während der 3 bis 5 Jahre letztlich beim Kauf nach 3 Jahren oder nach 5 Jahren auf den Kaufpreis angerechnet wird. Also Sie zahlen in dem einen Modell beispielsweise 1.000 Euro pro Quadratmeter an. Nehmen wir mal eine 60-Quadratmeter-Wohnung, zahlen Sie 60.000 Euro an. Dann können Sie 3 Jahre eine Miete bezahlen und diese Nettomiete wird voll auf den Kaufpreis angerechnet, wenn Sie dann nach 3 Jahren kaufen sollten. Und ein ähnliches Modell gibt es auch mit einer höheren Anzahlung, dass man nach 5 Jahren oder nach 10 Jahren dann letztlich das Eigentum erwirbt. Also das ist, glaube ich, von uns als Versuch gedacht, eine Eigentumsbildung möglich zu machen in einer Situation, wo die Banken aufgrund der viel diskutierten KIM-Verordnung mit der Kreditvergabe sehr restriktiv sind.
und wir trotzdem auch die Möglichkeit schaffen wollen, Eigentum zu erwerben. Und ich glaube, die Möglichkeit zu sagen, ich kann nach 3 Jahren oder nach 5 Jahren kaufen, vielleicht haben sie die Kreditvergaben bis dahin auch geändert und die Situation verbessert. Und wir garantieren auch die Kaufpreise für 3 Jahre. Also die jetzigen Kaufpreise werden eingefroren. Sie zahlen statt der gesamten Wohnung eben 1.000 Euro pro Quadratmeter. Und der Rest wird dann am Ende der 3 oder 5 oder 10 Jahre, je nachdem, welches Modell es ist, finanziert. Haben Sie das Gefühl, das wird angenommen? Weil Sie haben die KIM-Verordnung ja angesprochen, die ist ja derzeit nicht gerade vereinfacht, Eigentum zu erwerben. Ja, naja, es gibt viele, und wir machen das auch, die derzeit von Kaufwohnungen auf Mietwohnungen umsteigen. Und wir haben uns aber gedacht, es muss ja irgendetwas zwischen dem Kauf und den Mietwohnungen möglich sein. Und da ist uns einfach die Möglichkeit, eine gewisse Anzahlung zu leisten und die Miete nicht zu, jetzt sage ich mal unter Anführungszeichen, zu verlieren, sondern dann auf den Kaufpreis anzurechnen, das ist interessant erschienen. Wir haben jeden Tag viele Besichtigungen. Mhm. Das Interesse an dem Modell ist groß, insbesondere weil wir es bei einem Wohnbau in Hietzing anbieten, wo es ja de facto kaum Mietwohnungen gibt. Also allein die Tatsache, dass wir in Hietzing Mietwohnungen anbieten, in verkehrsgünstiger, sehr guter Grünlage und das auch mit einer Kaufoption verbinden, führt zu großem Interesse. Und jetzt muss man sagen, es ist sicher leichter, 1.000 Euro pro Quadratmeter zu finanzieren, als jetzt den Bedingungen der KIM-Verordnung zu entsprechen. Und ich habe mir das heute nochmal in Vorbereitung auf das Gespräch angeschaut, wenn Sie hergehen und 300.000 Euro finanzieren müssen, dann sind Sie jetzt auf 30 Jahre bei einer Rate von über 1.500 Euro. Wenn Sie das gleiche Angebot vor 2 Jahren eingeholt haben, bei der damaligen Zinslandschaft, dann waren das monatliche Kosten von 900 Euro. Also ehrlich gesagt, wer kann sich schon 1.500 Euro dauerhaft auf 30 Jahre leisten? Also das ist schon eine massive Einschränkung der Möglichkeiten für viele, abgesehen davon, dass es ja auch noch andere Kriterien gibt, maximal 40% des Nettoeinkommens, 20% Anzahlen. Also das muss man mal zusammenbringen. Wir hoffen, dass wir über diese schwierige Marktphase mit diesem sehr abgezirkelten Modell mit dem Mietkauf für die nächsten 3 Jahre mit Preisgarantie oder auch für die nächsten 5 und 10 Jahre drüber kommen. Letztlich wird es der Markt zeigen und bewerten, ob es funktioniert oder nicht. Theoretisch ist es gut durchdacht und bestechend. Kommen wir vielleicht abschließend noch dazu, Sie haben es ja auch vorhin erwähnt, es wird natürlich derzeit weniger gebaut, hängt mit den höheren Preisen zu tun. Wie sieht es denn bei Ihnen mit neuen Wohnprojekten aus? Bauen Sie jetzt noch fertig? Gibt es überhaupt neue Projekte, die Sie anstoßen? Also wir bauen, wir haben jetzt eine Fertigstellung eben da in unserem Objekt in der Leinzer Straße, Dreiergasse in Hietzing. Wir haben in der Grasberger Straße jetzt ein Objekt, das wir heuer noch fertigstellen wollen. Das ist im dritten Bezirk. Wir haben einen Bauträgerwettbewerb gewonnen mit einem Holzhybridbau im sogenannten Eurogate, ebenfalls im dritten Bezirk. Das wird nächstes Jahr fertiggestellt. Also wir stellen schon sozusagen fertig. Und wir bieten ja auch zu 80% geförderte Wohnungen an. Und da muss man sagen, da sind die Konditionen natürlich wirklich sehr gut, weil da sind sie im Bereich der Smart-Miete in einer Dimension von 8,30 Euro inklusive Betriebskosten und Umsatzsteuer. Und im Bereich des Geförderten bei einer Nettomiete von unter 9 Euro, das ist natürlich weit weg von dem, was man in der freien Mietzinsvereinbarung zahlt. Aber natürlich mittelfristig ist das Thema der Dauer der Umwidmungen, der Dauer der Bewilligungen bei gleichzeitiger hoher Inflation und hohen Preissteigerungen schon ein Problem. Die Stadt hat ja in der Förderung massiv nachgebessert, hat wirklich sozusagen maßgeblich die Beträge, die pro Quadratmeter gefördert werden können, auf über 1.000 Euro erhöht. Es gibt auch spezielle Förderungen für Dekarbonisierung und für kleinere Projekte. Aber es ändert nichts und man kann sozusagen jetzt auf 40 Jahre finanzieren, teilweise auch zu Null Zins setzen. Das ist ein Riesenvorteil.
Aber es ändert natürlich nichts an der Tatsache, dass der Zuzug immer noch riesig ist und ungebrochen ist und die Nachfrage ungebrochen ist und das Angebot mit der Nachfrage nicht Schritt hält. Ich sage jetzt einmal nur Stichwort Flüchtende aus der Ukraine. 50.000 Menschen, die im vergangenen Jahr nach Wien gekommen sind. So wie man ursprünglich erwarten konnte, dass sie das in 3 bis 6 Monaten lösen würde, sieht es im Moment überhaupt nicht aus. Herr Totzer, vielen Dank für den Besuch im Studio. Ich danke für die Einladung. Wir machen eine ganz kurze Werbepause, dann geht es hier gleich weiter auf OE24 TV.